Hello everybody. Hello everybody. How you doing everybody? Alter Schwede, ich sag's euch, ey. Ich bin auf dem Weg gerade von Berlin nach Hamburg. Sehe ich fit aus? Nee. Guck mal, wie blass ich aussehe. Ich bin schon um 9 oder so aufgestanden, war um 4 im Bett. Habe mich dann mit dem Geburtstagskind sozusagen, das war ja gestern auf dem Geburtstag, mit dem getroffen und gefrühstückt mit der ganzen Family. Ich habe extra noch für denjenigen, der auf Chloe aufgepasst hat, hier ein bisschen ein kleines Dankeschön, ein paar Tülpchen, all die Tülpchen und ein bisschen Rocher, damit die auch als Dankeschön was zu snacken haben heute noch. So. Dann habe ich überlegt, weil heute ist der letzte Tag im Store, ob ich kurz im Store vorbeischaue. Meine Mom ist nämlich da. Ich überlege jetzt nur mal spontan. Eigentlich würde ich gerne dann ins Bett. Aber ja, wäre vielleicht nicht schlecht, kurz Hallöchen zu sagen. Ne? Auf jeden Fall bin ich auf dem Weg. Die Party war auf jeden Fall richtig gut. Ich habe dann irgendwann einen polnischen gemacht und bin noch in einen anderen Laden gegangen mit Scooter, mit HP Baxter. War aber da nur eine Minute und hab dann auch wieder Polnisch gemacht und bin direkt nach Hause beziehungsweise in die Wohnung und bin auch sofort eingeschlafen. Und ich war ganz gut dabei, muss ich sagen. Ja. Guten Morgen, Leute. Ich habe ja gestern Abend meine Haare gewaschen. So sehen sie am nächsten Morgen aus, wenn sie luftgetrocknet sind. Ich muss dazu sagen, ich hatte früher richtig schöne Locken. Die sahen wie mit dem Lockenstab gemacht aus, ungefähr so wie diese Strähne hier. Aber ich habe ja eine Dauerglättung machen lassen und jetzt sieht das so insgesamt nicht mehr so schön aus. Ich werde jetzt mit Bobby rausgehen, Gassi gehen und danach werde ich zu Penny ein bisschen Obst besorgen. Der Herr schläft noch, er ist gestern voll spät nach Hause gekommen und ja... Dann werde ich irgendwas zum Frühstücken machen. Irgendwas Gesundes. Wahrscheinlich ein Müsli, wenn die Erdbeeren haben. Wenn nicht, mache ich einen riesen Obstteller oder so. Aber das seht ihr jetzt gleich. Hey, nicht ziehen. Tipp, Bobby, guck mal hier, Bobby. Alles tippen. Tipp, tappen. In the dark. Tip tapping. I was tip tapping. Tip tapping. In the park. The sound of the leaves when my feet hit the ground. The sound of the leaves when my feet bounce around. In the dark. Ja, bin jetzt fertig, wir essen. Ich habe schon unnormal Hunger und ich freue mich drauf. Oh mein Gott, wenn ich die Erdbeeren sehe, werde ich schon verrückt. Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Berlin. Und ich bin wieder hier bei Altana. Und genau, wir waren gestern feiern, aber wir sind trotzdem richtig früh aufgestanden. Auf jeden Fall gehen wir jetzt frühstücken im Barcelona. Wir sind hier gerade auf diesem Platz hier. Und wir gehen jetzt da frühstücken. Ja, auf jeden Fall, was heute so ansteht, wir wollen auf jeden Fall gleich ins Fitnessstudio. Und danach, ja, dann gucke ich gleich in der Stadt, dass ich irgendwo eine Jogginghose und einen Pulli herbekomme, weil ich will heute eine Choreo machen. Ja, Mann. Mal schauen. Ich habe gerade in letzter Zeit, bin ich richtig motiviert, weil gestern, wo wir feiern waren, diese Musik und alles, ich habe wieder richtig die Musik gefühlt, ich habe wieder richtig Bock bekommen. Sag zu tanzen. Sag nur, dass du Bühne gekillt hast. Nein. Warum so bescheiden? Nein. Und ich habe seitdem einfach wieder richtig Bock, Tanzvideos zu machen. Also ich bin richtig motiviert heute. Deswegen mal sehen, ob die Motivation heute noch anhält. Und ja, wir gehen auf jeden Fall jetzt erstmal frühstücken. Nur, dass ihr wisst, was heute so ansteht und was heute noch so passiert. Also heute wird richtig spannend. Auf jeden Fall essen. Wow! 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 Ja, Mann. Wir
lassen uns es jetzt auf jeden Fall schmecken. Ich hau jetzt sowas von rein. Und danach geht's zum Sport. Guten Morgen. Wie ihr seht, ist die Sonne schon in meinem Gesicht. Da hinten ist Gonzalo. Wie ihr euch jetzt vielleicht zusammenreimen könnt, ist alles mega gut gelaufen. Ich kann jetzt erstmal so direkt kein Statement geben, aber mir geht's gut. Und schaut euch mal ganz kurz diese heftige View an. Ich glaube, ich habe mich auch so ein bisschen in Barcelona verliebt. Es ist eine mega, mega, mega schöne Stadt. Hier ist sogar ein Pool. Hey! Ja. Bei uns ist gestern gar nicht mehr so viel passiert. Wir waren eigentlich nur was essen und dann mal wir was trinken. Und dann sind wir durch die Stadt gelaufen. Ich war dann kurz am Strand, aber es war ja schon dunkel. Und dann sind wir letztendlich auch ins Hotel gegangen. Und haben uns noch ewig lang unterhalten. Und ja, ich wurde ein bisschen aufgeregt, ein bisschen Schmetterlinge im Bauch. Wir gehen jetzt auf jeden Fall los. Er zeigt mir ein bisschen die Stadt und wir müssen erstmal was essen gehen. Guck mal, wo ich spontan bin. Ich wollte euch eigentlich die neue Kollektion zeigen. Die hängt hier so halb. Aber die ist schon wieder fast ausverkauft. Und ich hab Mutti überrascht. Auf dem Heimweg habe ich mir jetzt gedacht, okay, komm nochmal hier vorbei. Chloe snackt sich schon was rein. Ich höre jetzt auch wieder ab. Nochmal die Lage gecheckt, die Kassen geleert. Und fahr jetzt nach Hause. Endlich. Chill. Mutti, willst du noch was sagen? Wie ist die Überraschung angekommen, dass ich gekommen bin? Das war jetzt echt eine Überraschung, Leute. Echt eine Überraschung. Das hätte ich nicht gedacht, ne? Nee, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte schon, hey, Vater Morgana. Nee, Vater Jimmy. Jetzt habe ich die Mutti im Stich lassen. Als ob. Also, later. Leute, das Essen hat mir gestern so gut geschmeckt, dass ich den Herren jetzt dazu angefixt habe, dahin zu fahren. Wir haben beide richtig doll Hunger. Und wir werden da gleich richtig reinhauen. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu lang dauern würde, wenn ich meine kompletten Haare glätten würde. Deswegen glätte ich, glaube ich, nur vorne die Haare und glätte dann den Rest, wenn ich bei meiner Freundin Jenny angekommen ist. Denn mit ihr treffe ich mich danach auch. Und wir wollen Shades of Grey gucken. Ich habe den Film nämlich dieses Mal nicht gesehen und ich wollte ihn mir unbedingt angucken. Ja, und deswegen gucken wir ihn gleich zusammen an. Ich freue mich da schon unnormal drauf. Und ich glaube, das wird richtig lustig. Und dann könnt ihr ja Jenny auch mal endlich kennenlernen, weil einige von euch haben sie ja auch noch nicht kennengelernt. Und auch die, die mich vor Berlin noch nicht kannten, werden sie dann vielleicht auch noch nicht kennen und dann könnt ihr ja gleich sehen, wer sie ist. Ihr gesehen. Ich habe jetzt das pinke Pulli an. Den pinken Pulli. Den habe ich jetzt an. Und ja, diese graue Hose dazu und ich werde diese schwarzen Stiefel dazu anziehen und meine schwarze Jacke. Und ich mache jetzt ganz schnell nochmal mit diesen Luftballons Fotos. Und dann fahren wir endlich essen. Ich habe so Hunger. Ich freue mich so sehr auf dieses Essen. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Ja, Leute, wir sind jetzt hier gerade im Fitnessstudio und wir werden jetzt ein bisschen die Muckis trainieren, ne? Ein bisschen
pumpen gehen. Ich habe schon so lange kein Fitness mehr gemacht. Also für mich ist lang 3-4 Tage. Das ist Ewigkeiten für mich und ich fühle mich auch dementsprechend. Aber jetzt wird das natürlich alles hier gut gemacht. Ich habe außerdem am Montag ein Posting auf Instagram, ein Fitness-Post. Und ich muss bis dahin wieder, also meine Muskeln müssen bis dahin wieder richtig on fleek sein. Und deswegen werde ich heute und morgen trainieren. Und vielleicht habe ich dann Montag mein Sixpack wieder. Bleibt auf jeden Fall gespannt. Ja, und wir trainieren jetzt. Vielleicht nehme ich euch ein bisschen mit. Ja, ich nehme euch einfach ein bisschen mit. Das sieht richtig interessant aus. Oh, da kann ich Bauch trainieren. Safe, du kannst hier um die Ecke, ist glaube ich komplett Bauchbereich. Das sieht halt geil aus, ne? Ich habe richtig Bock zu klettern. Nein, ich habe ehrlich richtig Bock zu klettern gerade. Willst du jetzt hier klettern? Ich habe richtig Bock zu klettern. Ich meine, das schreit doch so danach. So, Ivana, kletter mich. Ja, das sieht aber ehrlich so aus, als würde sie hier hochklettern sollen und dann da lang. Ich habe richtig dafür, Bock. Oder? Weiß ich nicht. Willst du jetzt klettern? Wenn hier keine Menschen, dann ja. Dann würde ich klettern. Ja, auf jeden Fall an diesen Bändern, die kennt ihr ja schon von mir, da trainiere ich auch gleich. Dann haben wir hier Spiegel, wo ist der Kursraum, den will ich mir mal anschauen. Da vorne und dann to the left. Leute, wie gern würde ich, oh mein Gott, wie gerne würde ich jetzt da rein. Oh, da sind wir drin. Komplett hinter. Ja, ich wusste nicht, dass die Tür offen ist. Dann würde ich sagen, viel Spaß jetzt. Ja, danke. Ja, ich hoffe, ich darf hier. Also ich würde dann hier... Ich glaube, ich bleibe dann hier und tanze hier. Tanzst du? Ja. Ich? Ja. Ich hab ja, aber ich habe gerade Bock zu tanzen, ja, wegen dem Spiel. Was ist mit, dann fahren wir nicht mehr zu dem anderen Tanzraum. Ja, unnötig dann. Wo willst du Musik machen? Ich habe eine Box dabei. Okay, mach weg. Oh, boah, schnell. Mach, Ivana. Das Coolste, was ich jetzt in der Stadt auch gesehen habe, ist einfach, dass es hier an manchen Stellen so Rolltreppen gibt. Ich meine, wie geil ist das eigentlich? Man muss keine Treppen mehr laufen. So, wir gehen jetzt erstmal was essen, weil wir haben gestern einfach nur ein Stück Pizza gegessen. Und ich werde jetzt das erste Mal, glaube ich, richtig Spanisch essen gehen. Das wird auch richtig interessant. Davon abgesehen ist es halt ein wunderschöner Tag hier in Barcelona. Es ist das perfekte Kontrastprogramm zu Berlin. Ihr seht hier, die Sonne scheint. Und es ist die perfekte Temperatur eigentlich. Irgendwie sehe ich mit dem T-Shirt ein bisschen so aus, als hätte ich gar kein T-Shirt an. Ist ein bisschen weird. So, hier drin gehen wir jetzt essen, und zwar Spanisch. Okay Leute, jetzt wird's richtig freaky. Irgendwie haben wir jetzt hier Chips bekommen mit Ei. Aber ich muss sagen, das Zeug war richtig, richtig krass lecker. Wir haben jetzt auch nochmal mehr von diesen Kroketten bestellt, weil die sind irgendwie auch mit Hähnchen gefüllt. Richtig geil. Ich bin ja wirklich im falschen Film gelandet. Das sind halt wirklich quasi Chips mit einem Spiegelei und Schinken und Spargel. Und es ist so weird, aber es ist so krass lecker. Ich habe keine Ahnung, wer auf die Idee gekommen ist, das hier zu machen, aber wow. So, liebe Freunde, guten Morgen. Beziehungsweise nicht guten Morgen, sondern guten Abend, weil es ist schon 17 Uhr und ich habe den ganzen Tag verpennt. Aber das liegt daran, dass, wie ihr seht, ich voll krank bin. Ich habe irgendwie eine Bindehautentzündung oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich heute mit einem roten Auge aufgewacht. Es geht mir den ganzen Tag schon echt komisch. Aber das hier, ey, ich wollte eigentlich nicht damit vloggen, weil es einfach so doof aussieht. Aber jetzt seht ihr halt mal, dass jeder Mensch zu jeder Zeit a pink eye getten kann.
Heute ist Daniels einziger freier Tag irgendwie diese Woche. Und wir gehen nachher was essen mit seiner Schwester, weil sie Geburtstag feiert. Aber jetzt ist es, also es ist in 3 Stunden, aber jetzt gehen wir trotzdem nochmal was essen, weil ich gerade gesagt habe, ich werde gerade hangry einfach ein bisschen. Also ich habe jetzt Hunger und ich muss jetzt was essen. Deswegen gehen wir jetzt los zu Dudu, wo wir jetzt eine Suppe essen werden. Ne? Wie Ivana sagen würde, eine heftige Suppe. Ich war kurz im Store, habt ihr ja gesehen. Ich bin jetzt auf meinem Weg und ich habe eine Überraschung für euch. Für alle, die vorgestern nicht Berlin geguckt haben, was ich sowieso nicht verstehen kann. Ja, warum habt ihr das vorgestern nicht gesehen? Du, warum hast du vorgestern nicht Berlin angeguckt? Ja, das sagst du mir jetzt mal. Ja, ich rede mit dir. Brauchst dich jetzt nicht am Kopf kratzen. Arschnase. Und zwar geht es darum, als ich vorgestern im Studio war und man hat gesehen, wie ich man hat die Entstehung eines Songs sozusagen sehen können, wie ich gesungen habe, wie ich rumprobiert habe, wie ich Beats gemacht habe mit dem Produzenten fürs Album. Und ich glaube, ich habe einen Hit geschrieben. Ich glaube, das ist ein Hit. Ich zeige euch jetzt mal, wie sich das Ganze anhört. Das dürft ihr aber keinem sagen, okay? Das heißt, nur ein bisschen was reinschneiden. Aber jetzt hört euch das jetzt mal an. Ich bin richtig happy. Das könnte richtig einschlagen. Da fehlt jetzt der Text und so weiter noch. Also der Refrain, der steht. Aber zieht euch rein. Gleich geht's los. Das ist nur ein Demo. Es muss noch viel gemacht werden. Es muss auch noch jetzt ein Song geschrieben werden. Das machen wir nächste Woche. Ich hoffe, euch gefällt. Schreibt unbedingt bitte in die Kommentare, was ihr davon haltet. Weil ich natürlich darauf eingehen möchte, auf die Fans oder was ihr zum Beispiel gerne hören möchtet, welche Richtung. Deswegen bin ich sehr gespannt. Bisher kam das Song gut an. Also das Demo kam gut an. Deswegen sagt mir doch einfach, wie ihr das findet, und ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ich bin persönlich sehr happy. Eventuell wird das die erste Single, Leute. Ich habe richtig gute Nachrichten. Ich darf diesen Tanzraum benutzen. Oh mein Gott, Leute, ich freue mich gerade richtig. Ich werde, glaube ich, heute den ganzen Tag hier verbringen. Ich bin auf jeden Fall richtig glücklich, dass ich jetzt den Tanzraum nutzen darf, und ich merke gerade, mein Nagel ist abgebrochen. Hä? Wie, wo und wann ist das denn passiert? Hä? Gelnägel, sage ich nur. Leute, macht euch Acryl. An alle Mädels, die mir gerade zuschauen, macht euch keine Gelnägel. Macht Acryl. Es regt mich so auf. Ich war im Nagelstudio drin, ich habe gesagt, ich möchte Acrylnägel haben, aber nein, sie haben mir Gelnägel gemacht, und das regt mich auf, weil genau das kommt dabei raus. Egal, ich sehe nur das Positive jetzt. Ein gebrochener Nagel ist auch nicht so schlimm. Auf jeden Fall, werde ich jetzt tanzen. Ich habe eine Box dabei. Mir fehlt halt nur noch Licht. Ich weiß nicht, wo der Lichtschalter hier ist. Ah ja, ich hab's, Leute. Der Lichtschalter war da draußen. Und jetzt habe ich hier Licht, ich habe Musik,
Ich habe Spiegel, ich habe einen Traum. Oh Leute, ich bin so glücklich. Ich kann euch das nicht beschreiben. Das Ding ist, ich finde nirgendwo einen Raum, nicht mal in Berlin. Und jetzt habe ich endlich einen für einen Tag. Vielleicht morgen sollte ich auch herkommen. Ja. Ja, Leute, ich werde mich jetzt erstmal ein bisschen aufwärmen und schalte gleich wieder ein. Sobald ich aufgewärmt bin, dann könnt ihr mir ein bisschen beim Tanzen zuschauen. Ja. Bis gleich. Also Leute, eigentlich lief gerade alles noch ganz gut hier mit ihm da. Aber das Ding ist, er hat mir jetzt gerade erzählt, dass er nicht Game of Thrones kennt oder geschaut hat. Das ist quasi so ein bisschen... Ciao. Like, how can you not watch Game of Thrones? I don't know. I just don't like it. It's boring. Okay Leute, ich check jetzt meinen Flug ab und dann geht's für mich wieder zurück nach Berlin. Wir sehen uns gleich wieder in Berlin. Ist alles vorbei. Tell me your secrets, ask me your questions. Oh, let's go back to the start. Gonzalo ist nicht Fan von den Tauben. It was a nice picture. Yes. Yeah. Nobody said it was easy. It's such a shame for us to part. Nobody said it was easy. No one ever said it was easy. So, er führt mich jetzt an einen geheimen. Er führt mich jetzt an einen geheimen Ort. Okay, now the point is coming where you murder me. Yeah. Okay, amazing, finally. It's super here. Oh, it's so cute. Like, there were a lot of people there and here's no one. It's very cute. Sag's euch, ich bin noch nie in meinem Leben so viel gelaufen wie hier. Wir laufen die ganze Zeit. Ich fühle mich auch schon ungefähr so 20 Kilo leichter gefühlt. That's funny. So, jetzt seid ihr bereit für 3, 2, 1. Ba-boom! All I wanna do is get high by the beach, get high by the beach, get high. So Kids, wir sind gerade unterwegs in die... Wir sind gerade unterwegs. Deutsch, nicht so mein Ding heute. Also wir sind jetzt unterwegs in die WG, wo ich mich zurecht machen werde, denn I can't go out like this. Und danach fahren wir kurz noch ein Geschenk holen, ein weiteres Geschenk, und dann gehen wir zum Geburtstagsabendessen von Sarah. Das Lied hat sie übrigens gestern Abend gesagt, hat sie dir gezeigt. Hat sie auch. That's typical, the kind of typical Sarah thing to say. Oh ja, Daniel, das hab ich ihm gezeigt. Oh, thank you. Ich sehe so kaputt aus gerade. Krass, okay, also ich muss mir jetzt auf jeden Fall richtig kratzen. Eigentlich ist das euch nicht gut. Sieht dein, wie ich deine Kamera einfach für zum als Spiegel auschecken. Sorry Leute, dass ihr das seht. I'm not sorry. Ja. Hier geht die Party ab.
haben, Leute. Persische Live-Musik und das Lied Nilofar läuft gerade. Hört jetzt. Genauso wie gestern bestellt, nur dass wir nicht Hähnchenspieß genommen haben, sondern stattdessen Bulmi Sabzi heißt das. Und wie kann man das beschreiben? Es ist halt Reis mit... Hallo? Ja. Bulmi Sabzi ist Reis mit... Grünzeug und Fleisch. Grünzeug und Fleisch. Ja, aber was für Grünzeug? Da sind ja diese Bohnen drin. Wie heißen diese roten Bohnen? Kidneybohnen. Kidneybohnen und was noch? Gehirn. Gehirn? Nein, da ist kein Gehirn drin. Aber es gibt ein Gericht mit... so ekelhaftem Zeug. Das Brot ist einfach nicht mehr normal. Das kriegst du bei keinem Perser, so ein heftiges Brot. So richtig frisch gemacht. Und wenn die das servieren, es riecht so, als wenn du im Iran schon auf dem Bazar wärst. So einfach richtig heftig. Amazing performance. Thank you. Okay, we have to practice this. Ja. Er ist auch ein bisschen verrückt. Er so, ja, er will jetzt Fahrrad fahren. Nicht mit mir, Leute, nicht mit mir. Ich kann es kaum erwarten, wenn ich ihm meine wahre Persönlichkeit zeige und er feststellt, dass ich eigentlich nur Taxi fahre. Für jetzt tue ich gerade einfach mal so, als würde ich mein ganzes Leben lang schon laufen. Ich glaube, er glaubt mir auch auf jeden Fall. Aber langsam, ich muss sagen, langsam komme ich rein. Also ich, am Anfang fand ich es gerade noch weird zu vloggen, während er jetzt dabei ist, aber er versteht mich ja gar nicht. Is it weird when I talk in German? Yeah, right? Yeah. Do you feel uncomfortable when I talk in German? No, I don't say anything bad, I'm just explaining what we're doing right now. Okay. Like, I trust you. I have to like also talk and not only show. Yes. And since you don't even know how the church is called, so I have to make it up. Ja, wir sind auf jeden Fall auf dem Weg zum Beach. This is Barceloneta. What is it? It's called Barceloneta. Barceloneta. Oh, there's Karl Lagerfeld. hi, Karl. That's where I work. There? Yeah. In this building? Yeah. Is it a museum? Yeah. And there's a magazine in it. Mm-hmm. Is it the magazine of the museum? No. It's a fashion magazine. Okay, casually looking away. Also wir waren jetzt gerade auf dem Dinner, was auf jeden Fall voll gut war im Boyster. Da war ich vorher noch nie und ich habe so Kakova gegessen. Das war richtig geil. Daniel hatte irgendwie so ein Steak Tartar, was ich weniger geil fand als das Kakova. Das Steak Tartar war leicht. Nein, ich fand ehrlich gesagt das Kakova besser. Sorry. Sag das so. Ja, und dann hatten wir noch so irgendwelche speziellen Rings, die Daniel aber nicht mochte. Und dann sind wir jetzt gegangen und... Also heute passiert auf jeden Fall nicht mehr, als dass wir jetzt nach Hause gehen und schlafen, was mir auch übelst leid tut, aber manchmal... Morgen arbeiten. Ja, Daniel muss morgen arbeiten, um 8 mal wieder irgendwie und dann wieder 24 Stunden durcharbeiten, was echt scheiße ist. Because like, what am I gonna do on a Sunday? Wait for me in bed. Yeah, no, I can't wait for you in bed. I have to film something. Seriously. Like, what can I film in bed? Talking about
Top 10 Positionen, wie man am besten schläft. Da lässt du auf jeden Fall die Königin drin. Also Leute, heute zeige ich euch mal meine Bauchschläferposition. Ich schlafe nie auf dem Bauch. Du weißt es ganz genau. Du weißt doch, dass ich nicht auf dem Bauch schlafe. Ja, weiß ich ja. Ja. Und ich schlafe eigentlich nur in zwei Positionen. Einmal Embryo, einmal andere Seite Embryo. Oder? Und was machst du? Ich schlaf Embryo. Ich schlaf Embryo und dies. Eigentlich schlafe ich wirklich nur entweder so auf der einen Seite oder ich schlafe so auf der Seite. Aber so Rücken manchmal, aber Bauch schlafe ich nie. Also okay. Bauch ist das auf jeden halt Fall auf hier. Auf jeden Fall so Informationen, die auch jedermann interessiert. Ich habe mich jetzt schon ins Bett gelegt. Guck, jetzt schlagt es da, wenn man im Hintergrund hört. Ich habe heute einen richtigen Fettsackabend. Zieht's euch mal rein. Pizza mit Cheesy Crust und einem Knoblauchdip im Bett. Ich meine, was ist doch voll geil, hier noch eine Fanta dazu. Ich sag's euch, ich werde mir das jetzt so reinhauen. Heute läuft Schlag ins Star. Kretschmer. Stefan Kretschmer, glaube ich, hatte. Gegen Tim Bensko. Ich meine, Kretschmer ist ungefähr 2 Meter groß. Ehemaliger Handballer. Und Tim ist jetzt ein bisschen kleiner. Schaut jetzt auch nicht so muskulös aus. Aber ich meine, jetzt nichts gegen Tim. Aber wenn ich jetzt gegen Kretschmer antreten würde, würde ich mir auch denken, Alter, ich habe doch gar keine Chance. Aber da sind ja auch viele Sachen dabei, wie zum Beispiel ein Quiz, wo man dann Sachen wissen muss. Von daher, ich weiß es nicht, wer gewinnen wird. Ich würde jetzt sagen Kretschmer, ganz klar. Bei den ganzen Sportsachen ist Kretschmer auf jeden Fall vorne dabei. Leute, irgendwie ist heute nicht mein Tag. Irgendwie geht alles schief. Jenny hat auch gerade abgesagt. Das bedeutet, Shades of Grey gucken gewesen. Ja, ich muss mal gucken. Ich mache das bestimmt irgendwie nächste Woche oder so. Vielleicht ja, wenn ich in Berlin bin, dann frage ich Ivana und Ruben, ob die mitkommen. Und ja, keine Ahnung. Irgendwie ist heute ein bisschen alles auf Depri und es fühlt sich an wie ein Sonntag. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Wir machen die Halligalli. Was für Halligalli? Oh, lass dich überraschen. Wollen wir Uno spielen? Nee, Mann. Schön, wir gehen gleich einmal mit Bobby raus und dann machen wir uns fertig und dann gehen wir los. Okay, wohin? Lass dich überraschen. Ach echt? Ja. Wirklich? Ja. Sagst du das jetzt nur, weil die Kamera läuft oder lass hast du wirklich eine Überraschung? Lass dich überraschen. Okay. Oh,
So, Freunde, wie ihr seht, bin ich jetzt am Strand. You're saying that? Huh? You're going to say that? What I just said? No. No, I'm just saying that we're at the beach right now, so that people can see how amazing it looks. More or less. ja, ich muss sagen, ich bin jetzt nicht so der große Strandfan. Fühle mich hier auch gerade eher ein bisschen fremd. Aber die Temperatur ist auf jeden Fall nice. Es ist nämlich nicht heiß, sondern es sind so 15 Grad. Und es ist voll komisch. Ich war irgendwie noch nie so am Meer zu so einer Zeit. You want to swim? Yeah. Go for it. Okay. One, two, three. Oh, I'm a mermaid, I can. Ja, er ist der Überzeugung, dass er eine Meerjungfrau ist. Auch interessant. So ein Hundilein. Ich glaube, ich sehe gerade echt ein bisschen behindert aus. Ich laufe hier mit Kokosnusswasser und Wasser im Arm. Gonzalo im Schlepptau da hinten. Am Strand entlang und filme mich selbst. RTL 2U läuft bei mir. Es ist so schön hier, weil es ist einfach nur so ein kleiner Touri-Tag. Aber ich kann nur so viel sagen, dass es mir auf jeden Fall gut geht und die ganze Aufregung war jetzt nicht unnötig, aber es ist quasi alles gut gelaufen. Und ich muss echt sagen, Barcelona ist eine wunderschöne Stadt. Also falls ihr jemals irgendwie nach Barcelona kommen könnt, würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Was ich einfach noch sagen wollte, ist, ja, wir sind gerade wieder mit dem, also das Ding ist, Daniel fährt ja ein Jaguar, ja, und immer wenn wir hier in die Einfahrt reinfahren, kriegen wir einfach so 10.000 dumme Sprüche aufgedrückt, zu bringen. Ja, schön mit dem Jaguar quer stehen hier, sorry, dass man halt irgendwie in seine Einfahrt reinfahren muss, aber irgendwie in Berlin so ist es nicht gerne gesehen anscheinend, wenn man ein crazy Auto fährt und dann auf dem Bürgersteig quer steht, keine Ahnung. Ja, deswegen haben wir uns gerade mal wieder mit irgendwelchen Idioten rumschlagen müssen, aber ist okay. Jetzt gehen wir auf jeden Fall schlafen. Wir sind schon richtig müde. Daniel muss in 6,5 Stunden circa aufstehen, glaube ich, oder 6 Stunden, was echt nervt. Aber naja, was will man machen? Ich verabschiede mich an diesem Punkt von euch. Danke, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Tut mir leid, dass ich heute nicht so unterwegs war, aber ist okay, ne? Manchmal muss man halt einfach auch mal chillen. Ja, bis morgen. Gute Nacht. Ciao, ciao. Es ist die Brille! Beide 15 Gegenstände erkannt. Jetzt erkläre ich euch das. Ach, es ist. Und zwar werde ich natürlich auch wieder. Gleich Schlafzeit. Ich bin jetzt gerade nochmal mit Chloe rausgegangen. Erkannt zu haben, könnt ihr klingeln und das dann hochhalten und sagen. Und wer jetzt natürlich als erster erkannt hat. Ich gucke jetzt immer noch Schlafzentrum. Ich werde aber jetzt schlafen gehen. Hat der Gegner gewonnen. Ich bin nämlich todmüde. Heute viel geschafft und ich kann ja nicht mehr reden. Wir haben noch den Laden ein bisschen ausgeräumt, deiner Mutter kam die Schlüsselabgabe. Morgen werde ich endlich mal wieder ausschlafen können. Abends gehe ich dann ins Theater. Lukas spielt Theater morgen in Potsdam. Das werde ich mir angucken. Und da bin ich mal gespannt, was es für ein Stück sein wird. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist ganz lustig. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Und wir sehen uns morgen, wenn es wieder heißt. Schnauze halten. Nacht.
Bis morgen. Leute, wir haben einen neuen Spitznamen für Bobby. Wir nennen ihn jetzt S-Juice, weil so eine Flüssigkeit aus seinem Popo rauskommt, das ganz schön stinkt. Ne, S-Juice? Waren wir gerade schön spazieren? Ja, waren wir gerade schön spazieren? Ja. Soll ich das mal abmachen hier, damit du richtig chillen kannst? Ja, machen wir das ab. Juhu, Pfote? Pfote, danke schön. Danke, danke. Danke, süßer kleiner Pupsi. Ist ja mein Baby. Nur mal ein Kuss. Danke. Liegst du im Bett? Was ist mit meiner Überraschung geworden? Mach mal nicht auf den, du schläfst. Was ist mit meiner Überraschung? Du musst dich erstmal umziehen. Okay. Und du musst dich erstmal in deine Schlafklamotten packen und dich hinlegen, oder was? Dann zieh dich mal erstmal um, ne? Ja. Dann mach ich schon. Wieso muss ich mich umziehen? Vielleicht möchte ich genau so kommen und meine Überraschung genau so. Da, wo wir hingehen, kannst du so nicht hinkommen. Ja, wo gehen wir denn hin? Lass dich überraschen. Okay, und wenn ich mich jetzt umziehe, dann fahren wir zu der Überraschung? Ja. Ja? Muss ja nicht, wir müssen ja nicht unbedingt fahren. Wir können auch gehen. Wir können auch fliegen, ne? Okay. Nee, das können wir nicht. Okay, wir können noch zu der Überraschung gehen. Du bist aber zu nah, weil man sieht Hälfte von Kopf und Schuhe. Hey, der eine Move sieht ehrlich richtig geil aus. Den musst du irgendwo bringen, Mann. Der ist ehrlich. Ach, ich wollte nachmachen, Scheiße. Du hast eine Kniescheibe kaputt gemacht. Also Leute, ja, ich habe jetzt ein bisschen trainiert, aber ich werde heute den ganzen Tag hier bleiben, wie ich euch schon gesagt habe. Wir haben mittlerweile 8 Uhr, also kurz vor 8. Und ja, ich bleibe den ganzen Tag hier auf jeden Fall. Und Altana macht jetzt seine Hausaufgaben. Ja, das Ding ist, Leute, man muss wirklich die Zeit nutzen in seinem Leben. Wir sind hier in so einem Tanzraum, ja? Und Altana sitzt da, hat sich einen Tisch gebaut. Da gibt es sogar eine Steckdose und so. Ja! Heftig. Ja, Mann. Und er schneidet jetzt hier sein Video, während ich tanze. Das Ding ist, ich möchte vielleicht gleich ein Tanzvideo machen, auch wenn ich gerade aussehe wie der größte. Wie das größte. Oh mein Gott, Leute, wie sehe ich aus? Seht ihr meine Pickel und so? Ja. Deswegen, aber mir ist das egal. Also ich habe auch schon 2 ungeschminkte Tanzvideos, aber das ist nie jemand aufgefallen, deswegen. Aber auch nur wegen der Cappy. Ich glaube, hätte ich die Cappy nicht, dann wäre das noch mehr Katastrophe. Aber ja.
Wie gesagt, ich werde jetzt noch ein bisschen üben und vielleicht entsteht heute noch ein Tanzvideo. Ja, die Überraschung, die war natürlich nicht ernst gemeint. Die Überraschung war, komm, wir gehen jetzt schlafen. Gute Nacht. Toll. Ich bin richtig genervt heute, Leute. Ich habe keine Ahnung, was abgeht. Ich habe Stimmungsschwankungen, mich nervt alles, alles läuft schief. Ich will einfach in jeder Sekunde einfach grundlos anfangen zu heulen. Ich glaube, die Frauen unter euch kennen das sehr gut. Mich nervt einfach raus. Ich habe mir jetzt ein paar Folgen Berlin angeguckt. Beziehungsweise nicht ein paar, sondern die Folge von heute Morgen, beziehungsweise von heute Abend, also was im Fernsehen morgens ausgestrahlt wird und auf der App halt abends. Und ja, ich bin jetzt auch voll müde. Ich glaube, ich hatte noch nie in meinem Leben so wenig Lust, mich abzuschminken. Normalerweise verfluche ich mich immer am nächsten Tag, wenn ich es nicht gemacht habe, aber ich glaube, ich lasse es echt sein. Ich habe gar keinen Bock. Gar keinen. Abschminken ist echt ein Struggle, Leute. Ja. Ich gehe dann ins Bett und dann sehen wir uns morgen wieder. Wir sind jetzt wieder zurück. Ich bin auf jeden Fall mega erschöpft. Es ist vorhin kein Tanzvideo entstanden. Der Grund dafür ist, dass ich eine Choreo gemacht habe. Eine Hip-Hop-Choreo. Ich glaube, Hip-Hop tut meinem Kanal auch mal ganz gut. Also ich glaube, ich habe noch gar keine Hip-Hop-Choreo so wirklich auf meinem Instagram-Account. Und deswegen dachte ich mir mal, ich mache eine. Und deswegen habe ich auch vorhin eine gemacht. Vielleicht habt ihr auch gerade gesehen, zu welchem Lied und wie sie ungefähr schon so aussieht. Ja, auf jeden Fall bin ich gerade an einer Choreo dran und ich freue mich schon mega, wenn sie fertig ist. Ja, ich würde mich, glaube ich, an dieser Stelle von euch verabschieden. Ich werde mich jetzt direkt hier hin schlafen legen und ja, ich freue mich schon zu schlafen. Ich bin wirklich extrem kaputt. Ich weiß nicht, wie lange ich getanzt habe. 3-4 Stunden? Vielleicht ein bisschen mehr? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall werde ich mich jetzt, okay, nicht jetzt, ich muss mich ja noch zurecht machen, also ein bisschen Bett fertig machen, aber hier ist momentan mein Schlafplatz. Also ich würde mich dann einmal an dieser Stelle verabschieden und hoffe natürlich, dass ihr morgen wieder einschaltet. Morgen, was steht morgen an? Morgen geht es für mich zurück nach Berlin, also ja, ich freue mich auch schon mega darauf, wieder in Berlin zu sein. Und der Grund dafür ist, dass ich am Montag eine Kooperation habe. Deswegen müsst ihr auch Montag unbedingt einschalten, weil dann seht ihr, wie, ja, wie eine Kooperation, wie eine Produktplatzierung so abläuft auf meinem Instagram. Und genau, ich verabschiede mich einmal mit einer Hand und einem abgebrochenen Fingernagel. Und genau, würde an dieser Stelle mal Tschüss sagen. Und danke schön, dass ihr eingeschaltet habt. Bis morgen.